Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich habe da wieder was vergessen. So, mein Name ist Tom und wir sind hier wieder unterwegs. Das kostet bestimmt wieder. Ja, genau. Wir sind aber auch so pingelig hier. So, wir sind auch unterwegs zum nächsten Bauvorhaben. Wie könnte es anders sein? Eine Straße. Im Moment sind es irgendwie nur Straßen, habe ich gefühlt, außer ein Wohnhausanbau. Darum, ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen, ob wir da noch mehr, also wir haben ja noch ein bisschen Asphalt mit dabei. Und ich würde sagen, theoretisch gesehen könnte man noch gleich einen zweiten danach anhängen. Ja, wir werden ja auch immer besser und schneller mit den Geräten. Aber das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zuerst mal die Walze abliefern. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wir hier ebenfalls fräsen müssen. Aber ich nehme mal an, ja. So, jetzt ist die Frage, wo ist es? Na? Ich denke mal, das ist hier, hä? Ja. Das ist hier. Aber wird hier wenigstens abgesperrt oder nicht? Kamera raus. Jungs, aber ihr wisst schon, dass ich da arbeiten muss. Also eigentlich macht es nicht wirklich besser. Aber wir werden das jetzt irgendwann mal runterlassen, so Sicherung lösen. Oh nein, ich muss hier drin sitzen bleiben, bis es ganz unten ist. So. Da. Und wir bewegen uns mal zu unserem wir können ja mal versuchen nachher gleich ob wir nice bremst können versuchen ob wir das andere Gerät ja auch mit dem transportieren können, weil das nicht ja tatsächlich noch wunder ob das jetzt ein Anbindungsfehler war vorher oder eben nicht. Nun. Ja, das Schild nehmen wir mit. Und das möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Stellt sich noch wieder von alleine dahin. Hoffe ich zumindest. Na. Warum denn nicht? Kamera. Ah, ja. So, also. Gerät Nummer 1 ist da. Das heißt, wir holen uns jetzt, wie gesagt, nehme ich wunder, ob man das mit dem Wagen transportieren kann. Oder eben nicht. Das ein Gerät werde ich jetzt definitiv dran teleportieren. Wow, ja, also da müssen wir noch üben. Ja, und die wird natürlich wieder rot, das war klar. Kennt's? Wir kennen's. Na, nicht zurück. Habe ich den Auftrag Expansion habe ich so gar noch nicht gesehen. Das sehen wir vielleicht noch gar nicht durch aus dem Kampagne.
Ja. Nee. Tatsächlich noch gepasst. Hat tatsächlich noch gepasst. Oh, 13.000 Miete. Was? Why that? Ist so teuer? So. Links. Was wir hier alles stehen haben. So, dann holen wir mal gleich das gute Stück hier. Also ich glaube ja nicht, dass wir das, dass das normalerweise auf der Straße fährt. Das wäre ja ein bisschen unsinnig. Macht irgendwie nicht so Sinn. Na, bremst doch. Hallo. Touchdown. So, also dann. Hallöchen, Tom. Servus. Und danke für deinen Sub. Nee, ich habe doch jetzt schon einen Auftrag angenommen. Ich möchte ja nur wissen, ob ich das Gerät mit dem transportieren kann. Wieder der Geistermensch. So, also, Ladefläche ungeeignet. Ja, das sagst du mir bei jedem Gerät. Und geht dann nach am Schluss trotzdem. Gut, grundsätzlich könnte es jetzt sein, tatsächlich sein, dass der. Ja. Ah. Nö. Okay, es geht tatsächlich nicht. Müssen wir den umgekehrt draufstellen oder geht der einfach überhaupt nicht da drauf? Wir werden es jetzt mal versuchen. Boah. Gleich noch ein neues Gelände bauen. Können wir auch gleich. Bin ja gespannt. Also eigentlich, theoretisch gesehen, müsste das eigentlich gehen. So, Maussteuerung ist wieder aktiv. Da. Also ich würde sagen, so grundsätzlich müsste doch das eigentlich gehen, ne? Ne, nicht einsteigen. Okay, dann gehst du halt nicht. Dann gehst du halt nicht. Dann machen wir es einfach simpel und einfach so. Nein. Kann man das jetzt nicht dahin teleportieren? Dann teleportieren wir hierher. So. Dann portieren wir dort mal hin. So, also das heißt, wir sind mehr oder weniger gleich am richtigen Ort.
Das ist halt ein Krampf, mit dem Ding da hinzukommen. Wir könnten ja auch direkt hier. Kamera. Sehr schön. Frage ist dann halt, mit welchem Ding kann ich dann dieses Gefährt hier transportieren? Ich denke mal nicht, dass man mit dem Gerät hier nochmal so frisch mit Straßen fährt. Ich glaube, man hat bestimmt schnell mal Freunde. Oder haben wir etwa den Auftrag gar nicht mehr? Sehr schön, dankeschön. Aber müssten wir eigentlich ja haben. Zehn Stunden später sind wir im Auftrag. Der wartet schön, bis wir kommen. Aber nie von dem. Oh. So. Übertriebene Wahnsinnsgeschwindigkeit. Definitiv, ja. Definitiv. Und ich bin nicht mal sicher, ob hier die Mission wirklich noch da ist. Theoretisch müsste sie da sein. Also das Portieren geht nicht mehr, das könnte natürlich auch sein, nur an spezielle Orte. Ne? So, ich gucke jetzt mal nach außen, dass wir da was sehen, wenn wir dann irgendwann dort ankommen, wo wir ankommen wollen. Angekommen bin. So, also. Wir versuchen es mal. Also entweder passiert was, aber es passiert nichts. Nein. Das wäre noch sinnvoll gewesen. So, was haben wir noch? Arbeitslicht, ja, ganzes Programm hier. Nein. Bin ich schon mal gespannt. Geht hier was oder geht hier nichts? Das geht gar nicht hier. Wäre es ausgeschalten? Ja, merke ich auch. Kann es sein, dass dieser Auftrag hier gar nicht mehr aktiv ist? Nö. Warum auch immer, aber eigentlich werde ich doch hier optimal diesen Straßen ersetzen. Nö. Gut, das heißt, dieser Auftrag hier scheint irgendwie entweder von einem anderen Bauunternehmen weggenommen worden zu sein. Das heißt, was haben wir denn noch? Wir sind ja hier. Da oben gibt es nichts. Was haben wir hier drüben? Ach, Lagerhalle. Kehrstraße, Parkplatz, Einfamilienhaus. Okay, jetzt kommen alle anderen, jetzt haben wir fast keine Straßen mehr. Mann! okay. 426.000, das würde ja einiges in die Kassen spülen. Kehrstraße. Ja, ein Familienhaus. Ja. X. Also, haben wir hier Pritschmann mit Kran. Okay. Die Fräse brauchen wir nicht. Okay, den. Nee, Fräse brauchen wir tatsächlich nicht. Mist. Äh,
Dann... Ah, wir haben den noch gar nicht angenommen. Parkplatz. Brauchen wir hier die Fräse? Oder brauchen wir die gar nicht mehr? Dann... Okay, brauchen wir hier auch nicht. Toll. Ah, das ist ja richtig toll. Lagerhalle, ja. Vorher hatten wir nur Straßen und jetzt nichts mehr. Also eine Straße, wo wir die Fräse gar nicht brauchen. Aber ich würde sagen, der Auftrag hier scheint spannend zu sein. Ja, und ich würde sagen, nehmen wir jetzt gleich an. Dann würde ich auch sagen, können wir die Fräse gleich mal zurückgeben. Und na? Weil ich noch drin sitze, oder wie? Na? Und zurückgeben X. Yes. Also wir brauchen bestimmt den... Den. Okay, der braucht ja, 74% und braucht schon Reparatur. Okay. Ich schätze mal, den brauchen wir doch bestimmt auch. Mal kurz. Klick mal kurz durch. Also, das ist eine Erdwalze. Ja, sehr schön. Da haben wir was. Den brauchen wir. Okay, aber da braucht es ja theoretisch auch noch den einen, den wir jetzt ja aktuell haben. So, was haben wir hier? Leitungsbau. Ja, komm, ich würde sagen, wir fahren mal hin. Nein. Den haben wir doch schon, das ist okay. Gut, ich würde aber sagen, wir move das ganze Gedöns. Was haben wir jetzt hier? Wir haben den LKW hier unten. So, ich möchte jetzt mal gleich mal dahin zur Sicherheit, dass wir wirklich auch da sind, dass das Ding nicht wieder verfliegt. So. Oh nein. So, also, das ist die Fläche. Das heißt, ich werde das Gerät jetzt hier einfach mal auf die Seite stellen. Boing, boing. Haben wir Kotstein. Den machen wir nachher auch gleich neu. So, das heißt, wir fliegen mal Y. Wir müssen leider ein bisschen fliegen. Och nein. Och nein. Man sollte ja auch vorher noch aussteigen, ne? Man sollte vorher aussteigen. So, also. Erneut. So, hier ist der Boot eigentlich ein bisschen Fläche. Perfekt. So, also jetzt erneut. Genau. Denn wir haben hier unseren LKW da drüben gelassen. Und mit dem werden wir jetzt mal den Schrott dort abholen. Also wir haben hier sonst nichts mehr stehen, ne? Sehr schön. Wir brauchen 150.000 für den Ausbau unseres Gelände. Okay, jetzt hätte ich gerne das Navi.
So, also. Wir müssen eigentlich nur der großen Straße folgen. Und irgendwo, man könnte daraus nach einem dritten Flussbrücke. Oder gleich da. Kriegen wir hin, hä? Kriegen wir es hin? Ich glaube, wir müssen. Wir müssen. Ich glaube, ich weiß wo. Hoffe ich zumindest. So. Bum, ba, bum. Also einmal unter der Brücke durch. Und dann auf der anderen Seite hoch. Hein? Dann hätten wir schon mal die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe, die müssten wir noch in dem Video hinbekommen. So, also das heißt hier hoch. Was? Warum? War doch grün. Ja, zum Glück sind die Bußen hier nicht so teuer wie in echt. So, also. Das müsste jetzt eigentlich gehen, ne? Dann haben wir hier, upsala, Brücke 1. Ersten Fluss. Oha, da wird ja auch schon gebaut. Müssen wir da mal ran? Warum ist es da zu? Nein! Das ist ja doof. Oh. Dü-dü-dü. Kommen wir da überhaupt hin? Nee. Warum ist denn da zu? Jetzt müssten wir theoretisch zuerst mal da. Dann würde ich sagen, dann fahren wir halt da links. Geht auch. Wenn der Kollege hier irgendwann mal fährt. Schön wäre halt gewesen, wenn wir hier gleich oben rüber fahren hätten können. So, komm, hü jetzt da. Dü-dü-dü. Fahren wir richtig? Wir fahren richtig, sehr gut. Vielleicht wird das dann irgendwann noch eine Mission werden da oben. Dass wir die Autobahnstrecke hier komplett neu bauen müssten. So, vorne habe ich den Fragezeichen. Das ist bestimmt wieder eine Tankstelle. Vermutlich. Ach, der LKW hat sich auch verfahren. Sehr schön. Der auch. Der LKW fährt schon wieder rum. Oder nicht? Doch, er kommt schon wieder. Vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. So, das heißt, jetzt müssten wir da vermutlich links, ja? So, ich gehe mal ganz kurz da rein. Babum, babum. Tankstelle entdeckt. Frage ist, wo es mehr von diesen Trophäen gibt.
So, ich sehe jetzt wieder mal nichts. Wegen der lustigen Kameraeinstellung, Kameraführung, wie auch immer. Wir müssten, glaube ich, links lang, korrekt. Habe ich jetzt das richtig gesehen? Ist es ein Menü, ein Pausenmenü? Könnte sein, ne? Ja, ja, doch, es gab ein Pausenmenü. Ist doch mal schön, also zumindest mal im Singleplayer, ne? So, irgendwann kommen wir da mal an. Wenn der weiß, wer langfahren möchte. Also ich glaube, wir müssen hier mal noch geradeaus. Vorerst. Ich glaube, wir machen wieder eine Driving-Folge. Den Schrott, den holen wir wieder ab. Ich wette, den müssten wir vermutlich wieder ganz in den Norden bringen, wo wir herkommen. Weil da hatten wir dieses Schutt-Symbol. So. Jetzt haben wir links wieder eine Tankstelle. Das ist ausnahmsweise mal was anderes. Kollege, du hast hier wohl kein Vorfahrt, ne? Also links ist mal definitiv was anderes. Ah, ich sehe einen Hammer, den holen wir gleich. Aber kommt man da rein? Sieht mir irgendwie nicht so normal aus. Baustoffhandel entdeckt. Sehr schön. Juhu! Oh, hihi! 6 von 100, ich glaube ja. Läuft. Waren wir da nicht am Anfang? Oder sieht es einfach nur gleich aus? Das könnte natürlich auch gleich ausschauen, ne? So, wie kommt man da normalerweise wieder raus? Hier. Wäre vermutlich auch die Einfahrt gewesen, nicht die. Die Abkürzung, die ich da genommen habe. So, den habe ich noch gesehen. Den habe ich jetzt auch noch gesehen. Der Rest sehe ich jetzt nicht mehr. Also, was haben wir denn da? Da rechts wäre auch irgendwas. Irgendein Händler oder so. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Wir wollen zum unserem Ziel. Müsste es gleich hier links sein. Und die machen auch Unfall. Würden die KIs reagieren auf mich, wenn ich den Blinker setze? So. Also, das heißt, wir sind eigentlich da. Lasst mich vorbei, dankeschön. So, also da. Perfekt. Das heißt jetzt, wir schalten hier mal nach außen. Müssen wir jetzt einfach das Gedöns da rüberschmeißen in die Absperrung? Ich schätze mal ja. Schaut zumindest so aus. So. Oh nein. Modus. Na. Modus wechseln. Ah, wieder mal was anderes. Sehr schön. Oh.
So, mach ein paar Screenshots. Reinziehen. Kann ich das jetzt aufklicken? Zack. Ach komm. Zählt es ja nicht, oder wie? Oder muss jetzt da jeder gleiche Stein da sein, wie er abgebildet ist? Ja, ich glaube ja. Hä? Weil der da drüben leuchtet ein bisschen blauer. Ja, wow. So, also das heißt, haben wir gleich den Kollegen hier. Der ist hier draußen. So. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an den noch ran oder ist der noch schon zu weit weg? Ich glaube, der ist zu weit weg, ja. Nö. Sehr schön. Also gut, dann haben wir die Sachen da vorne. Den Holzstamm, den kriegen wir nicht, das ist klar. Ich frage mich aber nur, warum muss ich das Ganze hier ablassen, wenn man das Ganze auch gleich wegbringen könnte. So, das heißt, ich muss jetzt hier die ganze Geschichte wieder zurücksetzen. Nein. Nein! Andere Seite. Moment, Moment. Du bleibst hier drin, Kollege. Und du gehst rein. Vielleicht passt es auch gleich so. Nein, der fährt wieder raus. So. Fahrmodus. Ja, das ist natürlich ein minimalster. So. Gut. Das heißt, wir nehmen auch den Baum schon hier hinten kurz mit. Und dann kommt wieder. Die Frage ist jetzt, kriegen wir, wenn wir das ein bisschen mittig machen. Ich würde sagen, so kriegen wir den auch gleich wieder rauf. Wechsel. So, einmal hoch und einmal hoch. Sehr schön. Perfekt. Ah, der ist wieder egal, wo man hinlegt. Okay. So, das heißt jetzt hier wieder zurück. Aber die Kamera dreht sich einfach schon immer mit. Nein, 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 nicht reinfahren. So. Frage, haben wir sauber gearbeitet? Perfekt. Perfekto. Also, das heißt, die Dinger hier vorne, die müssen wir zuerst verladen. Mal gucken. Ich würde sagen, wir machen das so.
So, also, ich glaube, das ist relativ mittig. Na. No. Okay, also da scheint irgendwas verbockt zu sein. Genau, so, sehr schön. Also das heißt, wir nehmen gleich mal den dicken da hinten. Da. Na, nicht ganz. So, dann nehme ich gleich noch den davon. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, sehr schön. Das Holz liegt da vorne, stimmt, ja. So, dann ein. Ah, Kamera nicht bewegen. So, oh nein. Noch ein bisschen rein, so. Dann noch das Holz und der eine Stein da drüben, dann müsste das eigentlich dann schon erledigt sein, meine ich. Und doch in die falsche Seite. Da. So, und jetzt noch der Stein auf der rechten Seite, der am nächsten dran ist. So, und wieder einfahren hier. Nein, 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 einfahren, einfahren. So, runter. Okay, das geht jetzt nicht irgendwie. Warum? Warum geht das nicht? Ah! Yay, ich hab Kameraführung! Yay! Oh Mann! Läuft! Nicht. Ja. Warum auch immer. Das heißt, ich mache das jetzt einfach so. Ich glaube ja nicht, dass wir hinkommen. Nein. Oh. Habe ich zu viel gesagt? Ah. Okay. Dann hätte ich dir gleich direkt abladen können. Okay, das war ein bisschen zu knapp. Ein bisschen. Da. Der. Jetzt muss ich genau den erwischt, der natürlich nicht geht. Ja? Nein, andere Seite. Die Seite, genau.
können wir ein bisschen schwingen. Na. So. Okay, nee, das ist einfach zu langsam, ne? Ja, hängt mal ab. Muss jetzt halt so sein. Also, dann fahren wir das Ganze mal ein. So. Wegen einem kleinen Meter hat es nicht gereicht, ja? Mit einem kleinen Meter. So. Auf ein neues. Ich würde mal sagen, ich mache das gleich mal so. Wir nehmen das Holzstück mit. Genau. So. Nein, 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 nein. So. Raus. Müsste eigentlich passen. Irgendwie kann man das noch drehen. Frage ist wie? Nein. Ich meinte, man könnte das noch drehen, aber... Na, andere Seite. So, und jetzt haben wir hier noch das letzte Stück. So, einziehen die Geschichte hier. Ja, gut. Wartmutig, nee, passt sogar, sehr schön. So. Bin ja gespannt, was mit diesem Stein passieren nachher. Juhu! Oh, oh. Palettenholz, Holzbalken, Stahlträger, Graben ausheben. Ah ja. Frage ist, müssten wir das dann mit dem Gerät machen oder? Also, nehme ich an, Transportwege machen wir vermutlich ja schon mit dem. Nein. So. Gut. Amateur liefern, Palette. Das heißt, wir wissen, das wäre ja eigentlich. Werkstoffhandel. Könnte man das Ganze holen. Aber ich würde sagen, das ist was für in der nächsten Folge. Weil die Folge ist auch schon wieder schön lang geworden. Und darum würde ich jetzt sagen, YouTube hat für heute Feierabend. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, falls ihr Lust dazu habt. Wie gesagt, die Videos kommen alle auf YouTube. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.